Buschmeier, ich bin Vorsitzender des Bundesverbandes Solare Mobilität. Wir haben uns 1989 gegründet als Fahrer- und Konstrukteursverband für die neue Mobilität mit erneuerbaren Energien. Haben dann in den vielen Jahren ganz viele Wettfahrten, Energiesparwettfahrten, Kongresse, Ausstellungen, Messen gemacht, um das Thema voranzubringen. Manchmal war es auch die Phase, dass wir nur durchgehalten haben, das Thema, und damit auch sozusagen die kleinen Hersteller sozusagen über Wasser gehalten haben. Und nachdem der BSM dann, wir haben es dann eben umgenannt, 18 Jahre alt wurde, also volljährig wurde, ging es dann auch langsam los. Dieses Ding braucht seine Zeit mit der Elektromobilität. Und jetzt reden die ganzen Leute natürlich von Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Und natürlich muss das jetzt elektrisch sein. Ich wundere mich über manche Aussagen aus manchen Mündern, wo ich einfach in Mitte 2005 oder so etwas für verrückt erklärt wurde. Das ist heute Konsens. Das finde ich klasse. Was ich nicht klasse finde, ist, dass wir nicht wirklich massiv vorankommen. Es wird in meinen Augen zu viel geforscht, es wird zu viel probiert. Es wird nicht geguckt, was es alles schon gibt, was schon alles funktioniert hat. Manches hat eben das Handicap, dass es vielleicht gar nicht im digitalen Zeitalter stattgefunden hat und gar heute gar nicht gefunden wird. Für mich ist irgendwie wichtig, dass wir effizient, elektrisch und erneuerbar unterwegs sind zukünftig. Dann sind wir losgelöst vom Erdöl und diesen Problematiken. Wir belasten das Klima nicht. Was wir damit nicht lösen, ist die Verkehrsproblematik. Da empfehle ich nicht Autofahren, sondern Fahrradfahren mit Elektroantrieb. Das ist eigentlich auch für die Gesundheit eine schöne Sache. Weiter gute Fahrt.